Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Reihe Reisen mit dem Motorrad. Und im heutigen Video geht es um das Thema Extremreisen und Langzeitreisen. Viel Spaß! Ja, du als Weltenbummler kannst natürlich lang und breit erzählen, was es mit dem Thema Extremreisen und Langzeitreisen auf sich hat. Also hau raus. Ja, wie fängt man eigentlich an? Viele sind damit gefragt mit Zukunftsängsten. Hörst du immer wieder, was ist danach, wenn ich wiederkomme? Das Leben geht weiter. Also ich habe auch einfach einen gut dotierten Job gekündigt, habe mich aufs Motorrad gesetzt und bin ein Jahr lang durch Australien und Neuseeland gefahren. Bin wiedergekommen und seitdem bin ich jetzt als freier Journalist unterwegs. Also habe ich es richtig gemacht irgendwie. Also verdiene einen Teil meines Einkommens zumindest damit, dass ich mich durch die Welt bewege. Aber ich glaube, das Schwierigste bei so einer Langzeitreise ist, den Absprung zu finden. Das ganz Wichtige ist, du musst einen Termin haben. Sonst schiebst du den immer wieder raus. Du musst sagen, am 17. August 2022 steige ich auf mein Motorrad und fahre los. Und dann laufen die Vorbereitungen an. Und viele fragen mich immer, ja, wie lange dauert das denn mit dem Vorbereiten? Eigentlich gar nicht so lange. Es dauert so lange, wie du alle Visa brauchst. Und das Wichtigste, das Schlimmste ist immer das Geld. Vor allem Visa ist ein Punkt, wo ich eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht habe. Natürlich brauchst du, wenn du in andere Länder fährst, brauchst du natürlich auch Visa, um überhaupt da reinzukommen, rauszukommen oder sonst was zu machen. Wie ist denn dieser bürokratische Schritt? Kannst du da im Vorfeld schon irgendwie großartig was machen? Ja, das durchplanen? Ja, das kann man machen, aber du musst immer gucken, ob das mit dem Visa hinkommt, weil ein Visa hat immer eine Halbwertszeit. Du kannst maximal im halben Jahr im Voraus kannst du die Visa beantragen für einige Länder. Das heißt also, wenn du aber erst nach 9 Monaten da bist, kannst du es nicht von zu Hause aus beantragen. Also musst du es unterwegs irgendwo beantragen. Und ich habe es immer gemacht mit einer Visa-Agentur. Das ist so hilfreich. Es kostet zwar ein bisschen mehr, aber du sparst so viel Zeit. Ja. Also die wissen, was sie tun einfach. Ne? Ich wollte gerade sagen, weil gerade so für die Unbedarften, die sagen, ich möchte mir jetzt diesen Lebenstraum einfach von so einer Reise, es muss ja nicht gleich sein, dass man einen Job kündigt oder sonst was. Man kann ja auch sagen, hör zu, ich habe mit meinem Arbeitgeber oder ich bin mein eigener Arbeitgeber, aber ich möchte jetzt einfach mal 1 Monat oder 2 Monate meinen Lebenstraum erfüllen, mit dem Motorrad einfach mal durch das und das und das, das Land einfach durchfahren oder die und die Tour einfach fahren. Und von daher ist das mit dieser Visa-Agentur eigentlich sehr, sehr cool, das so zu machen. Das erspart dir einfach eine Menge Ärger und eine Menge Zeit. Ja, und die Leute wissen halt, was sie tun. Und die haben auch ganz genau, sie wissen halt genau, erst dieses Visa muss beantragt werden. Wenn du das Visa brauchst, dann muss das erst zuerst da sein, damit du überhaupt in das Land reinkommst oder die dir eine Genehmigung untergeben, reinzufahren. Und das läuft da alles wunderbar. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Wir hatten ja schon in den ein oder anderen Video jetzt auch gezeigt, was man also braucht, so als Grundausstattung. Was für Tipps hast du noch so, gerade wenn es, bevor es überhaupt losgeht? Jetzt Visa war einmal klar, einen Termin machen finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Richtig. Und die Finanzen müssen geregelt werden. Und die Finanzen. Die Finanzen müssen geregelt werden, weil viele haben immer so ganz wirre Vorstellung, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, du warst ein Jahr lang weg, boah, wie finanziert man sowas? Die denken, sowas kosten enormes, du brauchst ein enormes Budget dafür. Das stimmt gar nicht. Guck mal, Claudia und ich haben für die Reisen nach Russland pro Monat ca. 1000 Euro gebraucht, wir beide zusammen. Da war zusammen. Alles drin, Benzin, Unterkunft, alles Mögliche, kommst du prima mit klar. Hätte ich jetzt auch mehr gedacht. Ja, funktioniert in Amerika natürlich nicht, weil da alles ein bisschen teurer ist und so weiter. Aber mehr als 1500 zu 2 Leuten, glaube ich, da musst du schon, lebst du schon sehr luxuriös unterwegs. Teuer ist das Leben, das zu Hause bleibt. Wenn du 4 Monate unterwegs bist, dann kündigst du da nicht deine Wohnung, schon gar nicht in Zeiten wie diesen, wo du sowieso schwer an Wohnungen drankommst und so weiter. Dann läuft deine Versicherung weiter, was machst du, zahlst du weiter in deine Rente ein, plus. Das musst du dir überlegen. Wenn du 1 Jahr oder 2 Jahre aussteigst, gut, okay, kündige ich alles fertig aus. Ja. Aber ich selber für mich habe herausgefunden, nach 4 Monaten ist bei mir so ein Punkt erreicht, da wird die Reise zum Alltag. Dann fährst du und denkst, ja, nette Gebirgskette, aber warum, habe ich gestern auch schon gesehen. Und dann wird es Zeit, entweder eine längere Pause zu machen oder wieder nach Hause zu fahren. So geht es mir. Ja. Es gibt andere Leute, die sagen, hör mal, ich kann 1000 Jahre um die Welt fahren. Das ist auch okay. Ja. Aber ich werde nach spätestens 3 bis 4 Monaten werde ich müde und dann wird es Zeit, dass du wieder zu Hause kommst, zum Mutters Pflaumenkuchen oder was auch immer. Ja.
Aber es ist halt ein wichtiger Punkt, was wo du es jetzt sagst. Auch so natürlich hast du immer noch laufende Kosten, die noch am Zuhause auf dich warten. Nicht zu unterschätzen. Ja. Aber trotz alledem, so Richtung Ostblock, wenn du jetzt sagst, so, du kommst da mit 2 Personen luxuriös sogar schon mit 1.500 Euro hin, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte jetzt mehr gedacht, dass es mehr ist. Ich meine, gut, du hast einkalkuliert natürlich, wenn es jetzt, ob du jetzt nun in eine feste Unterkunft gehst oder ob du jetzt mit dem Zelt irgendwo bist. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied. Sicherlich, wenn du gewisse Ansprüche hast, was deine Unterkunft angeht, dein Hotel angeht, ne, dann laufen dir die Kosten auch relativ schnell weg. Du kannst am sibirischen Highway für 8 Euro, aber du kannst auch für 800 Euro übernachten. Überhaupt kein Problem. Ja. Halt, ne? Und irgendwo dazwischen werden dann auch deine Kosten auflaufen. Halt, ja. Ne? Bei uns war das ungefähr immer so Hälfte, Hälfte. Also Hälfte feste Unterkunft, Hälfte Zelten draußen. Ja. Ne? Viele sagen dann immer, der böse Russe, du zeltest draußen und so weiter. Nie Probleme mit gehabt. Nie. Ja. Du warst da öfter schon jetzt. Ich war da öfter schon. Und wir haben auch immer versucht, uns zu verstecken und zu gucken, dass uns keiner sieht. Aber der Russe findet dich. Der Russe findet dich. Nein, die kleinen Wege, die du da rechts und links vom sibirischen Highway fährst, das sind natürlich alles Verbindungsstraßen zu den einzelnen Dörfern. Und da kommt irgendwann im Laufe des Abends immer einer daher. Ja. Und wir haben da wirklich sehr, sehr gute, sehr schöne Erfahrungen auch gemacht. Ja, und weil es eben halt nicht nur einmal war, sondern du bist ja öfter schon da gewesen, auf jeden Fall. Was war so deine spannendste Reise bis jetzt? Was heißt spannend? Spannend ist ja relativ. Ich meine, wenn du sagst, du bist ein Jahr jetzt durch Australien, das ist ja schon ein Mammutprojekt. Ja. Gibt es was Vergleichbares dazu? Ja, in Magadan. Also Australien, ich habe 2 heftige Routen gemacht. Das war einmal die Canning Stock, das sind 2000 Kilometer durch die Wüste in Australien, ohne irgendwelches Zeug, was du da kriegst, wieder Essen. Du musst ja einmal Benzin reinbringen lassen, das war es dann aber auch, mehr gibt es dann halt nicht. 1000 Sandtünen, 2000 Kilometer durch Sand und einmal die Road of Bones, halt die Old Summer Road. Die haben wir aber nur zur Hälfte gefahren, weil beim zweiten Teil, einmal war eine Brücke kaputt, aber auch selbst den zweiten Teil hätten wir nicht gefahren, wenn wir es hätten gekonnt, wir waren so kaputt, wir waren so fertig. Und jetzt sind wir wieder auf dem Kolima Highway und jetzt geht es einfach nach Magadan. Okay, aber das, wenn du sagst 2000 Kilometer durch die Wüste. 1000 Sanddünen. Bah. Und das waren keine hohen Sanddünen, die waren meistens so, wenn es hoch war, waren es 30 Meter. Aber die hatten tierisch lange Run-Ups, das heißt also, die gehen so ganz langsam, gehen sie steil auf. Und das ist alles Tiefsand, also die Mopeds laufen da auf Anschlag. Ja, glaube ich. Und wir haben die Mopeds, das waren damals 2 F650. Wir hatten 54 Liter Benzin mit dabei und 67 Liter Wasser. Und das mussten wir alles mitnehmen. Wasser gibt es unterwegs, aber wir wussten nicht, welche Brunnen Wasser führen. Okay. Das ist eine alte Viehroute. Da haben die damals zum Goldrausch von Kalgoorlie, also Anfang des letzten Jahrhunderts, haben die ihr Viehzeug darunter gebracht und haben da Brunnen gebohrt. Und von diesen 50 Brunnen, die sie mal angelegt haben, sind ungefähr 10 noch intakt. Ui. Und du weißt nie, welcher Brunnen jetzt wirklich Wasser hat und welcher nicht. Ui. Ja. Seid ihr mal in eine brenzliche Situation gekommen? Ich habe mein Knie da ordentlich zerschossen. Ich habe mich da 6-mal langgelegt, nichts Gravierendes, aber ich bin immer mit dem Bein unterm Koffer hängen geblieben. Und der Jörg war Rettungssanitäter, der mich da verarztet hat. Und der hat dann ein bisschen mehr mit, als man so gewöhnlich mitnehmen könnte an Schmerzmitteln. Dann hat er mir gesagt, das ist das, was ich dir noch verabreichen kann. Wenn ich dir noch mehr einpfeife, dann kannst du nicht mehr fahren. Also. Das war wirklich. Also das Knie war genauso dick wie die Wade und du musst dann irgendwie rauskommen. Du hast da einen Korridor drin in der Canning Stock von ungefähr um 200 Kilometer kommt kein Hubschrauber rein, weil das Benzin nicht reicht für ihn. Ja. Oh. Und du dealst im Umkreis von 500 Kilometern mit maximal einem Dutzend Leute, die da sind. Krass. Ja. Krass. Das heißt, da musst du schon ein bisschen genauer planen. Da musstest du schon. Also ich habe das Benzin, was reingefahren wird, habe ich ein halbes Jahr vorher bestellt. Dann wird dir an einem gewissen Ort das Fass reingebracht. Du kannst nur 200 Liter nehmen. Auch wir mussten nur 50 Liter tanken. Wir haben also 150 Liter da gelassen. Wieder. Achso, das wird einfach, war das dann mit einem Hubschrauber dann dahin? Nein, LKW kommt. Mit einem LKW? Der kommt einmal. Der lässt das da einfach stehen? Der lässt das dann einfach stehen. Da steht der Name drauf, da stand Hülsi drauf. Und und du kannst nur, und den Rest kannst du sagen, ja, schenke ich dir, kannst du haben halt. Ne? Ja. Mittlerweile gibt es aber da eine Community, die war geschlossen, da durftest du nicht rein. Also eine Aborigine-Community, die ist jetzt offen und da kannst du tanken halt. Ne? Cool. Das, ich weiß nicht, ob es das Well, ich weiß glaube ich 27 war es, ob es das noch gibt halt. Ne? Krass. Und dann hast du noch zusätzlich Benzinkanister mit dran gehabt, Wasserkanister, 67 Liter. Ja. Das war gar nicht mal, also an Wasser hattest du mit. Ja. Aber hat gereicht?
Das hat gereicht. Also Wasser hatten wir genug. Ja. Ne? Also die Brunnen waren alle, die hatten 2, 3 sehr nasse Winter davor. Mhm. Und die Brunnen hatten alle Wasser. Das okay. muss allerdings immer sehr vorsichtig sein, weil an den Wasserstellen treiben sich auch gerne nette Gesellschaft rum, wie Schlangen und so weiter. Mhm. Musst du schon so ein bisschen aufpassen. Wie lange hast du da für die Vorbereitung gebraucht? Das war ein bisschen heftiger, weil die Motorräder mussten alle umgestrickt werden, Fahrwerk etc. etc. alles neu gemacht werden. Also sind da angepasst werden, die Karren wogen 350 Kilo. Bah. Ohne Fahrer halt. Bah. Das war schon ziemlich heftig. Und wir hatten auch viel Werkzeug mit, viel Sachen und so weiter. Weil wenn dir da irgendwas passiert, da hilft dir keiner. Nee. Ne? Da kommen zwar Leute, das wird befahren, das ist so, die Kenning Stockies in Australien, so der Ritterschlag eigentlich. Ne? Mhm. Wenn du die gefahren bist, dann bist du ganz vorne mit dabei bei den Four-Wheel-Drivern auch. Und da kam schon jeden Tag ein Fahrzeug ungefähr. Kam okay. Gehen, ne? Oder hat dich überholt. Wir sind sehr oft überholt worden. Okay. Aber wenn man sich so vorstellt, F650, man denkt jetzt auch nicht, ist so der wahnsinnsgroße Motor, dass die Motorräder das überhaupt dann durchgehalten hat. Wenn du gesagt hast, die sind am Anschlag gelaufen. Die sind am Anschlag gelaufen. Das war morgens, fand ich immer so das Problem. Wir hatten kalte Nächte, bis minus 4 Grad in der Wüste. Ja, ja. Okay. Und dann stehst du morgens da, die Motorräder haben wir schon sofort immer in Richtung Düne geparkt, also Richtung Anlauf geparkt. Aber wir haben die erst mal bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde warm laufen lassen, weil ich habe gesagt, ich mache das nicht. Bei dieser Kälte. Und dann gehen die bis an den roten Bereich eigentlich ran. Mhm. Weil du gräbst, du schmeißt so viel Sand darunter. Ja, ja, ja. Und du verreckst und irgendwo buddelst du dich dann doch ein. Das war dann schon. Also ich würde es heute nicht nochmal machen. Wie ist denn tagsüber gewesen, wenn das so richtig heiß war? Bis 35, 40 Grad. Ja. Und das haben sie auch mitgemacht? Das haben sie auch mitgemacht. Aber das stelle ich mir immer sehr, sehr schwierig vor, weil Motortemperatur, dann die Hitze von außen permanent, du hast auch, wenn du in den Dünen fährst, hast du ja auch kaum Abkühlung. Richtig, du hast keinen Fahrtwind. Ja. Die drehen zwar am Anschlag, das war eine große Herausforderung. Da habe ich mir auch richtig manchmal Sorgen um die Karre gemacht. Mhm. Das ist, und bei den ganz heißen Temperaturen haben wir dann auch eine Pause gemacht. Mhm. Ja, um nochmal so auf den Anfang zurückzukommen. Ich glaube, was unseren Zuschauern, oder die Info, die wichtig für unsere Zuschauer ist, dass man jetzt nicht irgendwie so, du hast vorhin so einen geilen Ausdruck gebracht einfach, wie hast du das genannt? Excel-Fahrer genannt? Excel-Tabellenfahrer genannt, dass man sich immer so ein bisschen Zeitpuffer mit einbaut. Und wenn es manchmal auch ein Tag ist, weil ich glaube, das hast du in den einen der Videos auch gesagt, ich glaube, das war das Navigationsvideo, wo du gesagt hast, man nimmt sich sehr, sehr viel von der Reise einfach, wenn man so strikt, ich muss jetzt hier 18 Uhr da und da sein. Ich muss am nächsten Tag in dem Ort sein und in dem Ort, in dem Ort. Weil das macht, glaube ich, dieses Reisefeeling oder dieses Erlebnis so ein bisschen kaputt, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, auch so, da nimmt man so das Leben von hier aus mit. Wir leben da ständig unter Stress. Wir müssen hier, ich habe noch hier einen Termin, ich habe noch da einen Termin, ja. Ich muss dahin, ich muss das immer. Und davon muss man sich einfach befreien. Hm. Ne? Das kommt auch irgendwann, wenn du länger unterwegs bist, irgendwann fällt das alles ab und dann stoppst du irgendwann und denkst immer, was machst du eigentlich hier für eine Scheiße, warum hältst du dich so? Ja. Da vorne ist ein schöner Platz. Wir sind teilweise manchmal nur 30 Kilometer in einem Tag gefahren, weil du kommst an einem so geilen Platz vorbei, da sagst du immer, toll, Zelt aufbauen, ganzen Tag Tee kochen und dumm in die Gegend gucken. Ja. Und dich ein bisschen entspannen. Du kommst aber auch runter, weil du hast vorher vielleicht ein paar Tage gehabt, wo du echt Stress hattest, Land einreisen, du musstest bis lange gefahren und so weiter, weil es nicht viel zu sehen gab oder weil die Gegend nicht ganz koscher war, wo du sagst, gut, okay, komm, hier fahren wir mal relativ schnell durch, hier müssen wir nicht uns unbedingt eine Nacht verbringen. Und dann kommst du irgendwie an so einen Punkt und dann hast du hier die Möglichkeit, hier lasse ich mal meine Seele baumeln. Und das ist für eine Reise unwahrscheinlich wichtig, weil du musst das auch, was du siehst, und das ist so viel Fremdartiges, das musst du hier oben auch verarbeiten erstmal, ja. Das muss sacken, auch im Kopf. Ja, dann lieber ein bisschen Pufferzeit. Lieber ein bisschen weniger. Um dem, ne? Du kannst das, was ich damals gefahren bin, die große Runde da bis nach Krasnojarsk, also hier durch Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, das waren rund 13.000 Kilometer. Das hat jemand gemacht, der mich gefragt hat, ob er das in 6 Wochen machen kann. Ich habe ihm gesagt, ja, aber muss nicht machen. Lohnt sich nicht wirklich, also warum willst du das machen? Den habe ich ein Jahr später auf dem Treffen wieder getroffen. Er hat mir ganz stolz erzählt, dass er es gemacht hat in 5 Wochen. Ui. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, warum mietest du dir nicht den Döbichring und fährst im Kreis, siehst genauso viel und bist von der Straße. Ja, ja. Ja, ich habe mal eine Frage, wenn man jetzt nicht im Zelt jede Nacht schlafen möchte, sondern vielleicht jetzt sowas machen möchte, dass man in Hotels schläft auf so einer Tour, würdest du dann einem dazu raten, dass man die quasi spontan vor Ort hingeht oder dass man sie quasi nicht im Voraus bucht? Gut, ich gebe mal das Beispiel Sibirischer Highway wieder, weil da war ich ja einige Male unterwegs. Ne? Da gibt es so viele Gastinis da, also das sind so Hostels einfach. Mhm. Oder Aftos Tajankas, das ist sowas ähnliches wie ein Autohof. Die sind bewacht, da zahlst du dem
Watchman, also dem Typen, der da aufpasst, zahlst du 2-3 Euro, dann passt er die Nacht auf dein Motorrad auf, nicht nur auf deins, sondern passt auf die LKWs auch auf. Und du hast ein Zimmer, denke ich mal, es kostet 12 bis 15 Euro. Meistens noch mit Frühstück, da hast du noch eine Dusche mit dabei und alles. Aber das brauchst du nicht vorher zu buchen. Ne? Das ist, du fährst irgendwo hin, jetzt ist Zeit, es wird dunkel. Ne? Dunkeln fahren kann ich niemandem raten. Mhm. Ne? Egal wo er ist, also in Deutschland geht das, hier in Europa schon sicherlich. Aber draußen irgendwo ist immer ein bisschen komisch. Ja. Also gerade wenn du so mitten im, in der Walachei, ja, Walachei bist. Oder zum Beispiel Australien, da rennt so viel Viehzeug auf der Straße rum. Ja. Ne? Das ist das schon eher gefährlich beim Allerdings Fahren. Allerdings ne? Kängurus. Ja. Ne? Ich wollte noch mal so ein bisschen drauf eingehen, Zeitmanagement, wenn es um, weil du gerade auch gesagt hast, so, man muss erstmal ins Land einreisen. Hast du noch so ein paar Tipps für wenn du in ein Land einreist, Grenzen, so Verhalten vielleicht? Es gibt immer so ein paar so Verhaltenskodex. Einfach Verhaltenskodex Nummer 1 ist, und das wird irgendwann mal kommen, wenn du Richtung Osten fährst, Zentralasien, Mongolei oder sowas. Die haben ein anderes Zeitbewusstsein. Die leben in einer anderen Zeitsphäre halt. Ne? Und du regst dich einfach nicht auf. Die haben diese Effizienz nicht, die wir haben. Was ich eigentlich auch sehr sympathisch finde halt. Ne? Mhm. Der lässt sich halt gerne mal ein bisschen Zeit. Und da auf diesen Level musst du runterkommen. Der muss nicht auf dein Level kommen, weil er sitzt an dem entscheidenden, auf der entscheidenden Seite des Schreibtisches halt. Ne? Und das ist eben halt ganz, ganz wichtig. Und du regst dich an der Grenze einfach nicht auf. Es gibt so ein paar Tipps, wenn einer wirklich, du kriegst das ja manchmal raus, so ein Zöllner, der hat echt keinen Bock jetzt. Ne? Und der will dich wirklich quälen. Wenn du Zöllner Lust hat, dich zu quälen, quält er dich. Ja, und dann gab es zum Beispiel, ich habe das mal gemacht, ich habe einen Tee gekocht draußen. Das ging dann nachher so ratzfatz. Ja, wenn der merkt, der kriegt dich nicht, kann dich nicht haben. Und also hast dich einfach hingesetzt, hast einfach, einen Tee gekocht. Ja, ich habe immer ein bisschen Wasser dabei, ja. Kocher ausgepackt, Schüssel links aufgestellt, warm. Der Kocher war noch nicht richtig heiß, der brannte noch nicht richtig, der Benzinkocher. Da kam er schon an, ich sollte einpacken, habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Dann soll er mich durchlassen, ich muss jetzt hier eine Stunde warten oder zwei und ich trinke jetzt hier einfach meinen Tee. Und dann sagt er, ja, komm rein. Ich habe mal Leute getroffen, die waren mit einem Bus und einem PKW unterwegs, war auch so eine Truppe junger Leute, die haben gesagt, wir haben uns da auch ausgetauscht, sie fangen an Fußball zu spielen. Können die gar nicht haben. Können die überhaupt nicht leiden. Und dann lassen sie einfach durch. Dann fertigen sie dich ab. Ja. Ne? Das ist so, weil... Aber das muss man auch wissen. Ne? Ja, also denkt man gar nicht. Also man geht du musst mit dem Bewusstsein... Trauen auch. Das ist nicht so einfach. Ich erzähle das jetzt hier so, weil ich es erlebe. Aber das ist mir auch schwer gefallen. Das ist ein Risiko. Du weißt nie, wie der wirklich reagiert. Halt, ne? Aber überhaupt, also ich wäre jetzt losgefahren, wahrscheinlich auch wie viele, die so, solche Sachen von euch noch nie gemacht haben. Du fährst dahin, denkst dir, alles klar, hast eine Grenzkontrolle, so machst die Papiere fertig und dann geht's weiter. Aber das überhaupt... dass sie da so ticken einfach, dass man einfach mal sagt, du hast erzählt, es kann manchmal 8-9 Stunden sogar dauern. Deswegen auch wichtig, wann fährt man zu einer Grenze hin, weil im schlimmsten Fall musst du übernachten. Nicht am späten Nachmittag dahin fahren. Eigentlich eher morgens, genau. Und wenn das dann so 8-9 Stunden dauert, weil einfach da das Zeitempfinden ein anderes ist, das muss man auch erstmal wissen. Von daher ist es ein super wichtiger Tipp, finde ich einfach. Ja, und dann natürlich, wenn man weiß, packst du einfach mal deinen Kocher aus, machst dir einen Tee. Es gibt auch sehr, sehr, sehr entspannte Überfahrten oder Grenzübergänge. An einer kasachischen Grenze mussten wir auch durch den Zoll. Also es ist immer Pass und Zoll sind immer zwei verschiedene Sachen. Mhm. Pass hatten wir, da mussten wir durch den Zoll und du kamst in so eine riesige Halle rein. Ungefähr halb so groß wie ein Fußballfeld und in der Mitte dieser Halle stand ein Schreibtisch. Echt? Ja. Und da dran saßen drei junge Leute, zwei davon auch etwas schärfer bewaffnet, ich weiß nicht, Kalaschnik, ich kenne mich da nicht so aus, Kalaschnikows und so weiter. Und die waren so begeistert, die kamen schon ran, pfiffen, hey, schrien rum, wir mussten dreimal um den Schreibtisch fahren, dann hat er das Papier gestempelt und wir konnten nicht fahren. Das ist natürlich auch eine entspannte Sache. Cool. Das kann dir auch passieren. Ja. Also es ist nicht immer schlimm an der Grenze. Ja. Und ich denke auch immer, du musst dir auch immer so ein bisschen Freundlichkeit bewahren. So wie du den Leuten begegnest, so kommen die auch rüber halt. Ne? Das ist auch so eine Sache, das fragen dich immer wieder am Tag, manchmal ein Dutzend Mal, woher kommst du? Wie teuer ist das Motorrad? Wohin fährst du? Wie lange bist du unterwegs? Und du denkst auch immer, ach komm, das habe ich heute schon 30 Mal erzählt. Aber das weiß der doch nicht. Ja. Und der ist neugierig, der will das wissen. Du kommst für ihn aus einer fremden Welt. Und dem musst du natürlich auch mit dem gleichen Enthusiasmus und mit der gleichen Freundlichkeit begegnen, wie der Erste, der dich heute Morgen gefragt hat. Ne? Behandle die Menschen so, wie du auch selber behandelt werden möchtest. Genau so sieht es aus. Ganz genau. Ja.
Schön, schön. Also super, super interessant einfach. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch stundenlang drüber sprechen, was du alles so erlebt hast in deinem Leben, in deinem Motorradfahrerleben vor allen Dingen auch. Finde ich mega interessant einfach. Also ich würde sagen, wir machen mal ein Fazit jetzt einfach mal von unserem Gespräch, von diesem schönen Gespräch. Wenn ihr sowas vorhabt, plant euch einen Termin, wo es losgehen soll. Nehmt euch mehr Zeit mit, als ihr eigentlich denkt. Seid nicht der Excel-Tabellenfahrer. Ist so schön. Ich finde diesen Ausdruck einfach richtig gut. Und ja, beschäftigt euch mit den Ländern oder mit dem Land, was ihr gerne mit Motorrad bereisen möchtet. Und dann hast du eben noch einen ganz, ganz coolen Tipp, glaube ich, für die Zuschauer. Ja, also gerade in islamischen Ländern ist die Gastfreundschaft einfach unwahrscheinlich. Du wirst eingeladen, es wird so kommen. Da gebe ich Reviere, Brief und Siegel drauf. Und die Leute sind teilweise bitterarm, die gehen an ihre Wintervorräte, um dich zu bewirten, alles. Die tischen alles auf. Und das ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Gastgeschenke dabei hat. Das ist natürlich auf dem Motorrad, ist das jetzt, denkt einer, ach, jetzt noch mehr Krempel mitnehmen. Nee. Auf dem Markt einfach ein paar Tomaten, Möhren, Gurke einkaufen, ein bisschen Tee oder ein bisschen Kaffee für die Männer, eine Schachtel Zigaretten, am besten Westmarke. Wenn man die immer dabei hat und man wird eingeladen und kann das dann weitergeben, 3-4 Tomaten, eine Gurke und eine Handvoll Möhren, die Leute sind da so glücklich drüber. Ne? Und das ist besser, als wenn man ein T-Shirt oder irgendwas einen Kugelschreiber oder sonst was mitbringt. Ne? Ja, auch ein schöner Tipp. Schön, schön. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Gerne. War wieder sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das einfach. Und wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. Haut rein.